Guten Abend. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen. Freue mich, dass so viele Skifahrer da sind. Denn es hat ja doch ordentlich, es schneit ordentlich. Aber ich glaube, es ist so ein tolles Thema, dass ich mich sehr freue, dass doch eine ganze Reihe hier sind. Und ich begrüße natürlich auch alle digital. Ich darf Sie heute Abend in Vertretung der ersten Vizepräsidentin, Frau Katharina Lorenz, auch im Namen des gesamten Präsidiums, herzlich in der Aula der Justus-Liebig-Universität Gießen zur dritten Veranstaltung unserer Ringvorlesung des Präsidenten im Wintersemester 2023/24 begrüßen. Wir haben uns zuletzt vor einer Woche hier eingefunden, um in unserer Veranstaltungsreihe das Thema Planetardenken, eine interdisziplinäre Einführung, zu beleuchten. Unter diesem Motto beschäftigen wir uns auch heute wieder mit einer der vielfältigen Herausforderungen, die unsere Beziehung zum Planeten Erde aktuell prägen und in Zukunft bestimmen werden. Heute geht es dabei im Vortrag von Herrn Prof. Dr. Roland Borgartz, den ich ganz herzlich begrüße und mich freue, dass Sie da sind, um die sogenannte Planetary Animal Studies. Und das macht mich natürlich als Tierarzt besonders freudig in Erwartung, was Sie uns darüber erzählen, die bisherigen Animal Studies um eben diese planetarische Ebene ergänzen. Professor Borgartz ist Professor für neuere deutsche Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart am Institut für deutsche Literatur und Didaktik an der Goethe-Universität in Frankfurt. Er forscht unter anderem, wie der Titel seines heutigen Vortrags schon vermuten lässt, zu Tieren als validen Gegenstand kulturwissenschaftlicher Forschung und gilt zu Recht als Wegbereiter für die Cultural Animal Studies in der Literaturwissenschaft. Ich freue mich sehr, Sie, Herr Professor Borgartz, hier heute zurück an der JLU in Gießen begrüßen zu dürfen, denn Sie haben ja hier promoviert und auch habilitiert und sind heute sozusagen an Ihre Alma Mater wieder zurückgekehrt, um uns diesen Vortrag vorzustellen. Ich möchte mich bedanken bei Professor Leggervi, dem Leiter des Panel of Planetary Thinking, der dieses Programm insgesamt zusammengestellt hat mit seinen Mitarbeiterinnen, Dr. Lisa Bauer, die uns heute durch dieses Programm führen wird und auch Herrn Professor Borgartz noch weiter vorstellen wird als wissenschaftliche Koordinatorin des Panel on Planetary Thinking. Ich möchte mich bedanken bei allen Helferinnen und Helfern, beim Hochschulrechenzentrum und natürlich bei der Gießener Hochschulgesellschaft, die eben uns unterstützen hierbei, dass wir das abhalten können. Und ich freue mich auch und begrüße, möchte ich den neuen Studiengang wieder von den Bachelor of Liberal Arts and Sciences. Und Sie als Zuhörerinnen und Zuhörern möchte ich ganz herzlich bedanken, dass Sie trotz des widrigen Wetters wie letzte Woche auch wieder hier sind. Und jetzt, liebe Frau Bauer, darf ich Ihnen das Wort erteilen. Vielen Dank. Ja, funktioniert mein Mikro? Ja, genau. Ja, einen sehr schönen guten Abend und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich riesig, dass Sie da sind. Ich denke ja auch eigentlich, bei so einem Wetter gibt es eigentlich nichts Schöneres, als über Tiere zu sprechen. Trotzdem ist es natürlich auch schön, dass man bequem von zu Hause zuschauen kann, auch meinerseits. Also einen herzlichen Dank an das technische Team, dass das möglich ist, dass es wirklich gerade heute, vor allem da auch viele Leute aus Frankfurt und außerhalb von Gießen zuhören möchten, das ist sehr schön. Also herzlich willkommen an alle online und Präsenz. Mir ist eine Riesenfreude, Ihnen heute Professor Roland Borgartz vorstellen zu können und Sie ein bisschen in den Abend zu geleiten. Lieber Roland, du weißt ja, wir haben uns sehr gefreut, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Eigentlich wollte er sich in diesem und im nächsten Semester ausschließlich auf Büchners Tiere fokussieren. Wir haben auch gerade im Vorgespräch ziemlich intensiv darüber gesprochen. Und das ist zwar sehr spannend, aber offensichtlich nicht spannend genug, um nicht einmal eine Reise nach Gießen zu wagen. Er selbst hat auch seine Geschichte hier in Gießen, wie wir eben schon gehört haben, hat hier habilitiert und auch gearbeitet, hat sogar eine veterinärmedizinische Vergangenheit hier gehabt, wie ich gerade auch lernen durfte. Und Büchner hat ja berühmterweise Gießen als abscheulich und mittelmäßig bezeichnet. Und ich bin mir aber sicher, dem können wir heute Abend bestimmt was entgegensetzen. Ein paar Worte zu der Vorbereitung, zu dem, was Sie heute erwartet. Roland Borgartz ist für eine sehr gründliche literatur- und kulturwissenschaftliche Grundlagenforschung bekannt, die er in dem noch jungen Feld der Animal Studies oder auch bekannt als Human Animal Studies macht.
Und während dieser Grundlagenforschung, und natürlich geht er auch über die Grundlagenforschung hinaus und gilt als Wegweiser, wie Sie schon gesagt haben, und in diesem Zuge macht er kontinuierlich Tierfiguren sichtbar, die die Geisteswissenschaften so oft vergessen. Und bei dieses akribische Durchwälzen, was er teilweise vollzieht, ist dabei aber stets mindestens genauso unterhaltsam wie erkenntnisreich. Und vor allem ist es von einem erstaunlichen Auge fürs Detail durchzogen, was auch oftmals überrascht. Beispielsweise setzt er sich mit der Verflechtung der Welt der Flöhe und der vermeintlich aufgeklärten Wissenschaft auseinander, wie sie in E.T.A. Hoffmanns Meister Floh dargestellt wird. Oder aber er gräbt sich durch die lange und vielseitige Literatur- und Mediengeschichte der Kultfigur Robinson Crusoe und zeigt dabei, wie viel die Wissenschaft eigentlich verpasst hat, weil sie vergessen hat, auf die Tiere zu schauen. Und in seinem interdisziplinären Sammelband zum Einfluss der Romantik auf das ökologische Denken unserer heutigen Gegenwart, das erst in diesem Jahr herausgekommen ist unter dem Titel Romantische Ökologien. Das Buch hat er gemeinsam mit Friederike Mittelhoff und Barbara Thums verfasst. Und ich selber konnte da noch nicht genauer reinsteigen, aber bin mir sicher, da sind auch viele Überraschungen zu finden. Außerdem hat er auch noch in diesem Jahr ein Werk veröffentlicht, gemeinsam mit Lena Kugler und Mira Schaar. Und das ist ungefähr 600 Seiten schwer und trägt den Titel Pazifische Passagen, ein Insularium des großen Ozeans. Und das hat ja schon einen sehr großen Titel und so sieht das auch aus. Also gerade dieses Werk unterstreicht seine interdisziplinär ausgerichtete Forschung, weshalb er auch so gut mit seiner Forschung in unsere Reihe hier passt. Denn in diesem Werk untersucht er Inselbiogeografien gemeinsam mit seinen Co-Autorinnen. Und diese Inselbiogeografien sind zwar in der Literaturwissenschaft verwurzelt, setzen sich aber intensiv mit den Verflechtungen zwischen geologischer und biologischer Zeitskalen und Prozesse und eben auch Kulturzeiten der Menschen auseinander. Es entstehen dabei Kultur, Natur und Wissensgeschichten, die gemeinsam von Inseln, Menschen, Tieren und Natur entstehen, ausgehandelt werden und dokumentiert werden. Und noch dazu, also neben diesem Projekt entsteht gerade, wie er mir erzählt hat, noch ein weiteres interdisziplinäres Projekt. Das trägt den Titel Vielfältige Naturen und es soll die Grundzüge einer Zusammenarbeit von Kultur- und naturwissenschaftlicher Biodiversitätsforschung abzeichnen. Und ich denke, damit kommen wir auch dem Thema des heutigen Abends näher, denn es soll ja heute um die mögliche planetare Erweiterung der Animal Studies gehen. Und nur um ein kleines Beispiel für die Untersuchungsgegenstände der Animal Studies zu nennen. Wir haben mal in einem Kolloquium zum Thema Tiere und Musik über Interspecies Music gesprochen. Also Musik, die gemeinsam mit und zwischen Tieren und Menschen gemacht wird. Und haben darüber geredet, wie stark dadurch unsere Vorstellungen über Musiktheorie und Wissenschaft von Grund auf umgekrempelt werden. Das ist genau das, was wir auch heute erwarten und was das bedeutet, wenn wir auch noch eine planetare Perspektive einnehmen, das werden wir heute erfahren. Und wenn Sie sich an letzte Woche erinnern, dann haben wir auch letzte Woche schon versteckt über Tiere gesprochen, aber wir haben es nicht so richtig benannt. Also wir haben über den Leviathan gesprochen oder zumindest über das Nachleben dieser Riesenschlange, wie sie im politischen Imaginär die Gestalt eines Souveräns annimmt, der nicht mehr viel mit einer Schlange zu tun hat. Also von daher, liebe Gäste, Sie können sich darauf einstellen, dass heute sicherlich ein paar ungewohnte Perspektiven auf Sie zukommen, die gerade deshalb so erkenntnisreich und unterhaltsam sind. Aber bevor ich dann auch da abschließe, möchte ich noch ein paar Worte über ein paar Meilensteine in seiner akademischen Vita verlieren, denn das gehört auch zu so einer Vorstellung dazu. Roland Borgatz hat in den 90er Jahren in Freiburg und Lyon einige Fächer studiert, und zwar neuere deutsche Literaturgeschichte, Philosophie, neuere und neueste Geschichte und Musikwissenschaft. Und wie Sie schon gehört haben, hat er 2001 hier promoviert. Er wurde um 2007, 2008 herum habilitiert, auch hier in Gießen, und ist seine erste Professur ist er 2008 an die Universität Würzburg gefolgt. Und dort hat er die Graduiertenschule für Geisteswissenschaften geleitet und außerdem gemeinsam mit seinen Kolleginnen das interfakultäre Forum für Cultural, Environmental and Animal Studies gegründet. Also seit jeher treibt er
die Literatur- und kulturwissenschaftlichen Animal Studies in Deutschland und auch darüber hinaus wirklich maßgeblich voran. Er hat 2012 gemeinsam mit Kolleginnen in Kassel die Forschungsinitiative Tiertheorien gegründet, in dessen Zuge auch ein Band zur Tiertheorie entstanden ist. Er ist außerdem Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der einschlägigen Zeitschrift Tierstudien und er fungiert seit 2015 auch selbst als Herausgeber der Reihe Cultural Animal Studies. 2016 hat er außerdem das kulturwissenschaftliche Handbuch mit dem Titel Tiere herausgegeben, über das auch ich zum Thema gefunden habe und das sich mittlerweile im deutschsprachigen Bereich zum Standardwerk etabliert hat. Zu unserem Glück ist er 2018 dem Ruf nach Frankfurt gefolgt, ganz in unsere Nähe. Und dort hat er gemeinsam mit Alexander Kling und Esther Köring das interdisziplinär und ich glaube mittlerweile auch stark international ausgerichtete Netzwerk gegründet, das sich Cultural and Literary Animal Studies nennt. In dem Kontext durfte auch ich ihn kennenlernen. Und in Frankfurt arbeitet er sehr eng zusammen mit Studierenden, Doktorandinnen und Postdoktorandinnen und betreut sie natürlich intensiv. Und neben diesen vielfältigen Tätigkeiten ist er auch im Sommer 2022 an der University of Washington gewesen, ist Fellow am Graduiertenkolleg Humanwissenschaften und Gründungssprecher des Profilbereichs Universalität und Diversität auch an der Goethe-Uni. Genau. Und die wirklich lange Reihe an Monografien, Sammelbänden und Aufsätzen können Sie auch online einsehen. Ich habe ein paar Werke schon genannt, denn sonst stehle ich uns noch mehr Zeit. Ich habe ja zu Anfang bereits das Insularium erwähnt und jetzt bald wird sich also an dieses Insularium auch ein Bestiarium zu Büchners Tieren einreihen. Wir sind schon sehr gespannt darauf. Ich habe gerade gelernt, dass es nicht nur 83 Einträge, sondern höchstwahrscheinlich sogar über 100 Tierarten sind, die in Büchners Werk erscheinen und die dann in diesem Bestiarium in einzelnen Einträgen wirklich von A wie Affe bis Z wie Zweifüßler aufgelistet werden und auf ihren erkenntnistheoretisches Potenzial untersucht werden. Also wir sind sehr gespannt. Tiere, Büchner und Romantik, das sind die drei Forschungsschwerpunkte. Und heute Abend freuen wir uns jetzt aber erstmal darauf zu hören, was du denn unter Planetary Animal Studies verstehst. Erfreuliche Vorstellung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Leggevi, für die Einladung. Ich bin wirklich sehr, sehr gerne hierher gekommen. Und es ist wirklich so, dass der letzte Vortrag, den ich selbst in Gießen gehalten habe, mein Habilitationsvortrag war. Und auch der ging über Tiere. Und das war der erste Vortrag, den ich in meinem Leben über Tiere gehalten habe, nämlich über die Wölfe in Theodor Storms zur Chronik des Grieshus. Das ist so 2007, 2008 gewesen. Seither wühle ich also in den Tieren herum und bringe sie jetzt wieder zurück nach Gießen und möchte Ihnen heute versuchen zu erläutern, was es für mich selbst bedeutet, in diese Perspektive der Animal Studies eine planetare Dimension einzufügen. Das habe ich tatsächlich als Auftrag wahrgenommen. Wenn ich hier spreche, spreche ich nicht einfach über die Tiere, sondern ich versuche, das mit dem Planetaren zu kreuzen. Und Sie werden sehen, dass ich das auch machen werde im Anschluss an ein Thema, das Sie letzte Woche besprochen haben, an einen Roman, von dem Sie letzte Woche schon etwas gehört haben, den ich aber dann ganz anders perspektivieren werde, nämlich tatsächlich eben von den Tieren her. Ich lege los zu den Planetary Animal Studies. Am Anfang, und jetzt kommt schon der Anschluss an letzte Woche, am Anfang von Kim Stanley Robinsons 2020 erschienenen Roman The Ministry for the Future steht die Welt vor dem Kollaps. Millionen von Hitzetoten, beschleunigte Polkappenschmelze, rasantes Artensterben, vernichtete Wälder, massiver Biodiversitätsverlust, explodierende soziale und internationale Konflikte, die Great Acceleration, schwungvoll ins BAU, Business as Usual Szenario hineinverlängert. Alles ein wenig schlimmer als die Welt, wie wir sie heute kennen, aber im Großen und Ganzen dann doch
die Welt, wie wir sie heute kennen. Am Ende des Romans, historisch irgendwann im letzten Drittel des 21. Jahrhunderts, von heute aus gesehen in etwa 50 Jahren, sind die CO2-Werte wieder auf das verträgliche Niveau von 1960 gesunken. Fossile Brennstoffe sind vollständig durch erneuerbare Energien ersetzt, Mobilität ist elektrisch, nutzt Wind und vollzieht sich gemächlich. Das 30-30-Ziel zum Erhalt der Biodiversität, 30% der Erdoberfläche unter Schutz stellen, davon 30 unter strengen Schutz, ist bei Weitem übererfüllt. Ein 60-60-Zustand ist erreicht. Die wilden Territorien der Tiere sind durch ein Netz an großzügigen Korridoren miteinander verbunden. Die Temperaturen sinken, die sozialen und internationalen Konflikte nehmen genauso ab wie die Extremwetterereignisse. Das Ministerium für Zukunft hat ganze Arbeit geleistet. Im allerletzten Kapitel des Romans spaziert die mittlerweile pensionierte Ministerin des Zukunftsministeriums, Mary, mit ihrem Freund Art in Zürich zur Ganymed-Statue in einem Park, einem kleinen Park am See. Das ist das Bild, das Sie am Anfang gesehen haben. In diesem Park, an dieser Statue, ist eine Szene in der Nacht, kommt es dann zu folgendem Gespräch. "Have you seen this before?" she asked him. "The statue, sure, but who was Ganymede? I never really knew. And what's the bird?" She said, "It's kind of mysterious, really. It's said to be Ganymede and Zeus. Zeus in the form of an eagle. So, but look at him. What is he saying to that eagle, do you think? What does it mean? I mean, what does it mean?" Art regarded it. "Naked bronze man, arms outstretched, neatly balanced, one arm back and high, the other forward and low, as if offering something to the bird, as in falconry. But the eagle was almost waist high to him. That's really a big bird," Art said, "and there's something wrong with its wings." Art ist ein Biologe. "A phoenix," Mary said, as it occurred to her. "Maybe it's a phoenix." "The man is offering his life," Art guessed. Mary stared at it. "I don't know," she confessed. "I can't get it." "It's a kind of offering," Art insisted. "It's the gesture of offering. He's us, right? So, he's us offering the world back to the animals. Maybe so. He's us offering the world back to the animals." Um diese Geste des Anbietens, des Zurückgebens, des Offering back der Welt an die Tiere, wird es mir im Folgenden gehen. Ich bewege mich dabei an der Schnittstelle von Animal Studies und Planetary Thinking, an der Schnittstelle von Literatur und Wissen, sowie an der Schnittstelle von Wissen und Handeln. All dies aus der Perspektive der Geistes- und Kulturwissenschaften, der im Englischen sogenannten Humanities. Diese Humanities waren lange ausschließlich mit solchen Dingen befasst, die Menschen für Menschen herstellen. Texte, Institutionen und Artefakte, insbesondere literarische Texte. Die Animal Studies, ein paar Texte, Bücher aus der Serie, die Lisa vorhin genannt hat, die Animal Studies, ein zwar noch junges, aber mittlerweile dann doch schon etabliertes Forschungsfeld, haben demgegenüber die Tiere in die Gruppe der zu berücksichtigenden Wesen mit aufgenommen. Doch reichte diese Erweiterung der Humanities um die Tiere? Was ist mit den Pflanzen und Gesteinen, den Wäldern und Meeren? Was ist mit den Planeten, mit einer planetaren Perspektive? Diese planetare Perspektive kennen Sie gewiss schon aus den vorigen Vorträgen. Ich zitiere sie trotzdem noch einmal als Hintergrund für das Folgende. Das ist von der Homepage, dem Gießener Homepage. Planetardenken heißt, die Erde als Planeten ernst zu nehmen. Vom Erdkern bis in den interplanetaren Raum, von der Nanosekunde bis zur Tiefenzeit, vom Elementarteilchen bis zur Erdmasse.
Stehen Wechselwirkungen zwischen unserem Heimatplaneten und uns im Zentrum, nimmt ein planetares Wissensparadigma Gestalt an. Es geht einher mit der Relationierung menschlicher Existenz im Universum und der Relativierung der anthropozentrischen Sichtweise. Fragen der Bewohnbarkeit und Gastfreundschaft rücken in den Vordergrund. So bedeutet die Schaffung neuen Wissens stets auch die Schaffung neuer Welten. Meinem Eindruck nach haben die Animal Studies bisher diese planetare Perspektive noch nicht genug herausgearbeitet. Gleichzeitig hat aber auch das planetare Denken sich bisher noch nicht dezidiert genug zu den Tieren geäußert. In dieser Zusammenfassung kommen die Tiere zum Beispiel nicht vor. Beide Haltungen können voneinander lernen. Deshalb gilt es, die Animal Studies um eine planetare Perspektive und das planetare Denken, um die Tiere zu ergänzen und dabei zugleich über die Rolle des Literarischen sowie über die Wege zum Handeln nachzudenken. Planetary Animal Studies also, oder auch Planetary and Literary Animal Studies, oder auch Planetary Animal Acting, oder auch Poetic Planetary Animal Acting, oder auch Jonglieren mit 5 Bällen auf in die Luft, das Planetare, die Tiere, die Literatur, das Wissen und das Handeln. Mit diesen Bällen in der Luft werde ich nun einige aktuelle Positionen abschreiten und in ihnen jeweils nach den Tieren und dem Planetaren suchen. Ich zeige Ihnen ein Modell aus der Ökonomie, eines aus der Biologie, eines aus der Soziologie und eines aus der Philosophie. Das mache ich nicht als Ökonom, Soziologe, Biologe oder Philosoph, sondern als Kulturwissenschaftler, der sich für die kulturelle Repräsentation dieser Position interessiert. Nach diesen 4 Positionen werde ich wieder zur Literatur zurückkehren, zurück in die Zukunft oder zumindest zurück zum Ministerium für die Zukunft, zu Robinsons Ministry for the Future. Ich fange jetzt also an mit dem ersten Modell, das ich Ihnen vorstelle, die Ökonomie oder Earth for All. Was Sie hier sehen, das ist die Fortsetzung des Berichts an den Club of Rome über die Grenzen des Wachstums, 50 Jahre später, also heute. Earth for All ist ein ökonomisches Modell, ausgerichtet auf das Wohlergehen der Menschen. Wir brauchen einen gesunden Planeten, eine gesunde Natur, um als Menschen gut leben zu können, um überhaupt als Menschen leben zu können. Doch der Planet ist nicht gesund und die Menschen leben nicht gut. Wir alle kennen die Zahlen, zumindest so ungefähr, und wir alle wissen, dass es dabei nicht nur um ferne Länder geht, sondern um uns selbst. Die reichsten 10% der Menschen besitzen 77% des Weltvermögens und sind gleichzeitig für 52% des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Die ärmere Hälfte der Menschheit, 50%, besitzt nur 2% des Weltvermögens und ist nur für 10% des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Sowohl die Ursachen für den schlechten Zustand als auch die Hebelpunkte für einen radikalen Wandel liegen für dieses Earth-for-All-Modell in der Ökonomie, in der Wirtschaft. Dabei geht es um eine Serie von außerordentlichen Kehrtwenden, die sich in einem Schema des Weg von hinzu beschreiben lassen. Weg vom Erdeigentum hin zur Allmende, interessantes Modell. Weg vom individuellen Profit hin zur kollektiven Dividende. Weg vom quantitativen hin zum qualitativen Wachstum, weg vom Wohlstand hin zum Wohlergehen, eine wichtige Unterscheidung, weg von fossiler hin zu erneuerbarer Energien und so weiter. Sie sehen die Richtung, in der das geht. Interessant ist hier die Titelkonstruktion in der deutschen Übersetzung Earth for All und dann im Untertitel ein Survival Guide für unseren Planeten. Das klingt nach einer planetaren Perspektive. Was überleben soll in diesen schwierigen Zeiten, das ist der Planet. Allerdings bleibt die Analyse und bleiben die Vorschläge bei Earth for All auf den Menschen fokussiert. For all, das heißt hier,
eine Erde für alle Menschen. Entsprechend lautet im englischen Original der Untertitel auch A Survival Guide for Humanity. In diesem rein ökonomischen Ansatz fehlt sowohl ein planetares als auch ein animales Denken. Der Planet und die Tiere haben in diesem Modell keinen intrinsischen Wert, sondern nur einen instrumentellen Wert. Wir Menschen brauchen sie, um gut leben zu können. Das ist ja schon mal nicht schlecht, weil man das, was man braucht, eigentlich nicht kaputt macht. Ich würde also sagen, wir sollten unbedingt alles tun, was die Earth for All-Initiative vorschlägt. Das ist ökonomisch völlig überzeugend und es würde, wenn es umgesetzt würde, eine ungemeine, durchschlagende Wirkung entfalten. Aber es wird nicht umgesetzt. Und wir sind im Moment weiter davon entfernt als noch vor 2 Jahren und dies, obwohl die Dringlichkeit immer deutlicher wird. Aus der ökonomischen Earth for All-Perspektive gilt deshalb weiterhin, die Zivilisation steht an einem Scheideweg. Damit komme ich zum zweiten Modell der Biologie oder vom Verschwinden der Arten. Was Sie hier sehen, ist die jüngste Publikation meiner Frankfurter Kollegin und Trägerin des Deutschen Umweltpreises, Katrin Böning-Gese, in Koautorschaft mit Friederike Bauer. Das ist ein biologisches Modell, das die aktuelle Situation von den Tieren und Pflanzen her denkt, genauer von der Biodiversität. 3 Dimensionen der Biodiversität sind dabei von Bedeutung: die Vielfalt der Arten, die Vielfalt der Lebensräume und die Vielfalt der Gene. All das nimmt dramatisch ab, bricht zusammen und dies sowohl in der Vielfalt als auch in der Menge. Wir alle kennen die Zahlen, zumindest so ungefähr, und wir alle wissen, dass es dabei nicht nur um den polaren Eisbär und den indischen Tiger geht, sondern auch um das, was vor unserer Haustür lebt, etwa die Rückgänge der Vogelpopulation seit 1980. Der Kiebitz um 93% zurückgegangen, das Rebhuhn um 91%, die Turteltaube um 89%. Und viele von uns erinnern sich auch noch gut an die Zeit, als auf einem blühenden Sommerflieder noch ganze Wolken von Schmetterlingen saßen. Damals war der Vulgärname noch plausibel: Schmetterlingsstrauch. Vorbei. Böning-Gese schlägt hierin Earth for All vergleichbar Wege vor, wie sich dieser Trend stoppen oder sogar umkehren lässt. Die Hebelpunkte sind im Modell der Biodiversitätsforschung nicht allein auf die Ökonomie konzentriert, sondern integrieren auch Politik und Kultur, und auch das kann man in einem Weg-von-Hin-zu-Schema fassen. Weg von der Versiegelung und Zersiedlung hin zum 30-30-Ziel. Weg von einer industriellen hin zu einer ökologischen Agrarwirtschaft. Weg von naturschädlichen hin zu naturschützenden Subventionen. Schätzungen zufolge gibt die Bundesrepublik Deutschland zurzeit pro Jahr 60 Milliarden Euro aus, um der Umwelt zu schaden. 60 Milliarden, die Zahl kommt Ihnen bekannt vor? Ja? Und stellen Sie sich vor, man würde die 60 Milliarden nicht dafür nehmen, um der Umwelt zu schaden, sondern um ihr zu nutzen. Das wäre ein Unterschied von 120 Milliarden. Naja, das nebenbei. Weg von umfänglichem Fleischkonsum hin zu einer fleischarmen Ernährung. Weg von Lebensmittelverschwendung hin zu einem sorgsamen Umgang mit Lebensmitteln. Und Sie sehen, da hört es auf, ökonomisch zu sein. Das ist eher so etwas politisch-kulturelles. Weg von grauen hin zu begrünten Städten und auch sehr schön weg von der Naturvergessenheit hin zu sich 15 Minuten am Tag mit der Natur beschäftigen. Sie sehen auch hier die Richtung. Das alles richtet sich gegen das Verschwinden der Arten, arbeitet also für die Tiere und Pflanzen. Aber auch hier ist die Titelkonstruktion interessant. Gegen den Haupttitel vom Sterben der Arten steht auch hier ein Untertitel: der Kampf um die Zukunft der Menschheit. Nicht um die Zukunft des Planeten oder die Zukunft der Tiere, sondern die Zukunft der Menschheit. Es ist das gleiche Argument wie bei Earth for All: Macht nicht kaputt, was ihr braucht. Denn der Verlust der Biodiversität hat mindestens eine ähnliche Vernichtungskraft wie der Anstieg der Erdtemperatur, vielleicht sogar noch eine größere.
Und zwar Vernichtungskraft für die Menschen. Natürlich sterben beim Artensterben auch die Tiere und Pflanzen. Aber die Effekte dieses Sterbens können sie nicht mehr treffen, weil sie ja schon tot sind. Der Effekt des Artensterbens trifft den Menschen. Und so rücken die Tiere auch hier in eine instrumentelle Position. Wir retten die Biodiversität, um uns selbst zu retten. Nun weiß ich sehr genau, dass Katrin Böhne-Gese und Friederike Bauer den Tieren auch einen intrinsischen Eigenwert zuschreiben. Sie setzen aber rhetorisch darauf, die Menschen bei ihrem Eigennutzen zu packen. Also nicht nett zu sein für die Tiere, weil es gut ist für die Tiere, sondern nett zu sein zu den Tieren, weil es gut ist für uns selber. Und auf diese Fragen des Egoismus werde ich später noch wieder zu sprechen kommen. Auch hier würde ich sagen, wir sollten unbedingt alles tun, was die beiden Autorinnen vorschlagen, inklusive 15 Minuten am Tag mit Natur uns beschäftigen. Das ist völlig überzeugend und es würde, wenn es umgesetzt würde, eine ungemein durchschlagende Wirkung entfalten. Aber es wird nicht umgesetzt. Und wir sind im Moment weiter davon entfernt als noch vor 2 Jahren und dies, obwohl die Dringlichkeit immer deutlicher wird. Aus der Perspektive der Biodiversitätsforschung gilt deshalb weiterhin, die Menschheit steht an einem Wendepunkt. Damit komme ich zum dritten Modell der Soziologie oder zur Entstehung einer ökologischen Klasse. Was Sie hier sehen, das ist das letzte Buch, das Bruno Latour vor seinem Tod im Jahr 2022 noch geschrieben hat, zusammen mit Nikolai Schulz, den ich Ihnen als Autor nur empfehlen kann. Im nächsten Februar erscheint die deutsche Übersetzung seines Buches Landkrank. Das ist nun ein soziologisches Modell. Latour, Schulz wollen weg von der Privilegierung der Produktion und der Verteilung der Reichtümer, die sich aus der Produktion ergeben. Das war die alte Frage und zugleich, so Latour, Schulz, der gemeinsame Nenner zwischen Kapitalismus und Kommunismus. Die Produktion war für beide Seiten das, was es möglichst zu steigern galt. Je mehr Produktion, desto reicher werde ich, so die kapitalistische Logik, beziehungsweise desto besser lässt sich der Reichtum verteilen, so die kommunistische Logik. Beide Logiken, so die Kritik von Latour und Schulz, übersehen aber die Kehrseite dieses Denkens, denn die Steigerung der Produktion führt unmittelbar in die Zerstörung der Bewohnbarkeitsbedingungen des Planeten. Das ist die neue Frage, die sich nicht mehr an der Produktion orientiert. Wie lassen sich die Bewohnbarkeitsbedingungen auf unseren Planeten sichern? Oder wieder als weg von hinzu formuliert, diesmal nur mit einem einzigen Punkt, weg von der Produktion hin zu den Bewohnbarkeitsbedingungen. Dies lässt sich auch in der Terminologie eines anderen Soziologen mit Hartmut Rosa formulieren, der sich gleichfalls gegen die Idee eines verselbstständigten Wachstums wendet, gegen Beschleunigung, gegen den immer steigenden Energiebedarf, gegen den rasenden Stillstand, wie er es nennt, aus dem ein strukturelles Aggressionsverhältnis gegenüber der Welt entspringt. Gegen diesen Aggressionsmodus, gegen diese Krise der Anrufbarkeit setzt Rosa das Modell der Resonanz. Die Gesellschaft, so Rosa, bedarf der Fähigkeit, sich anrufen zu lassen. Dies formuliert Rosa selbst im Rückgriff auf Latour. Was wir tun sollten, das ist ganz schlicht aufhören. Und zwar in dem doppelten Sinn von anhalten und zuhören. Stop and listen. Wer aufhört in diesem Sinn, der wendet sich von der Frage der Produktion hin zu den Bewohnbarkeitsbedingungen. Es geht hier nun nicht mehr nur um die Menschen, sondern schlicht um die Mannigfaltigkeit lebender Wesen, also auch um die Tiere. Aufhören in diesem doppelten Sinn sollten wir deshalb nicht nur gegenüber unseren Mitmenschen, sondern auch gegenüber den Tieren und Pflanzen, gegenüber, der religiöse Klang ist hier durchaus gewollt, gegenüber unseren Mitgeschöpfen.
Donna Haraway, um sie auch noch kurz genannt zu haben, würde wohl sagen, gegenüber unseren Companion Species, gegenüber allen Crittern. Tiere haben in diesem Modell mehr als nur einen instrumentellen Wert. Sie haben einen intrinsischen Wert. Auf dem Planeten, um dessen Bewohnbarkeit wir uns sorgen, sind sie mitbewohnende Personen. Mitbewohnende, auf die wir hören. Wie auf dem Planeten selbst, auch ihm gegenüber, wäre das keine schlechte Idee. Aufhören, stop and listen. Und wieder würde ich sagen, das sollten wir unbedingt tun. Aufhören. Weg von den Starren auf die Produktion, hin zur Fürsorge für die Bewohnbarkeitsbedingungen. Lasst uns eine ökologische Klasse formieren. Das ist völlig überzeugend und es würde, wenn es umgesetzt würde, eine ungemeine, durchschlagende Wirkung entfalten. Aber es wird nicht umgesetzt. Und wir sind im Moment weiter davon entfernt als noch vor 2 Jahren und dies, obwohl die Dringlichkeit immer deutlicher wird. Deshalb gilt aus dieser soziologischen Perspektive weiterhin, die entscheidende Wende besteht darin, die Aufrechterhaltung der Bewohnbarkeitsbedingungen des Planeten Priorität einzuräumen und nicht der Entwicklung der Produktion. Damit komme ich zu meinem 4. und letzten Modell, bevor ich dann wieder zurück zur Literatur kehre. Zur Philosophie oder L'animal que donc je suis, das Tier, das ich also bin. Was Sie hier sehen, das sind Jacques Derridas 3 Bücher zu den Tieren, ein zentraler Bezugspunkt für die Cultural Animal Studies. Das ist nun ein philosophischer Ansatz. Derrida denkt hier ganz von den Tieren her, kommt aber auch auf das Verhältnis von Tier und Welt zu sprechen. Dabei geht es um eine Kritik des metaphysischen Begriffs Welt, eine Kritik daran, dass Welt eine Einheit, eine Identität behauptet und verspricht, die es nicht gibt. Eine Einheit, die sich letztlich nur mit Gewalt herstellen lässt, in einem Aggressionsmodus. Das entspricht Derridas philosophischer Kritik am Begriff Tier. Das Tier, im Singular, so Derrida, gibt es nur als metaphysische, gewaltsame Konstruktion. Wir alle kennen die Zustände und wir alle wissen, dass wir alle mit für sie verantwortlich sind. Für diese, so Derrida, jetzt mal so ein bisschen unbekanntere Derrida-Zitate, die aber auch nett sind, so Derrida, für diese beispiellose Unterwerfung des Tieres, die Grausamkeit von Züchtung und Dressur durch Genexperimente, Industrialisierung der Tierfleisch, Nahrungsmittelproduktion, dadurch, dass das Tier nicht nur auf übersteigerte Produktion und Reproduktion von Fleisch als Nahrungsmittel reduziert wird, hormonische, genetische Kreuzungen, Klonen und so weiter, sondern auf alle Arten anderer Zielsetzungen im Dienste eines bestimmten menschlichen Seins und mutmaßlichen Wohlseins des Menschen. Gegen diese Grausamkeit, gegen das Tier im Singular, setzt Derrida die Tiere im Plural. Dieser Plural hat nun auch Folgen für das Denken der Welt. Ein bisschen komplizierteres Zitat, das ich Ihnen aber dann erläutere und auseinandernehme. Erstens, unbestreitbar bewohnen die Tiere und die Menschen dieselbe Welt, dieselbe objektive Welt. Zweitens, unbestreitbar bewohnen die Tiere und die Menschen nicht dieselbe Welt, denn die menschliche Welt wird nicht schlicht und einfach mit der Welt der Tiere identisch sein. Drittens, trotz dieser Identität und dieser Differenz bewohnen weder die Tiere unterschiedlicher Arten, noch die Menschen unterschiedlicher Kulturen, noch irgendein tierliches oder menschliches Individuum dieselbe Welt wie ein andere, so nah, so ähnlich sich diese lebenden, menschlichen oder tierlichen Individuen auch sein mögen. Und die Differenz von einer Welt zur anderen wird immer unüberwindlich bleiben. Es gibt keine Welt, es gibt nur Inseln. Da kommen Sie einmal vor, die Inseln.
Tiere und Menschen bewohnen also einen gemeinsamen Ort. Unbestreitbar bewohnen die Tiere und die Menschen dieselbe Welt, dieselbe objektive Welt. Doch andererseits bewohnen Menschen und Tiere diesen Ort offenbar auf eine je eigene Weise. Unbestreitbar bewohnen die Tiere und Menschen nicht dieselbe Welt, denn die menschliche Welt wird nicht schlicht und einfach mit der Welt der Tiere identisch sein. Damit gibt es schon einmal mehr als eine Welt. Es gibt nicht die Welt, es gibt nur Welten. Doch das reicht noch nicht. Die Differenzierung, die Steigerung der Differenz geht weiter. Es gibt nicht das Tier im Singular, sondern nur Tiere unterschiedlicher Arten im Plural. Auch die Mäusewelt wird nicht schlicht und einfach mit der Welt der Igel identisch sein. Und es gibt nicht den Menschen im Singular, sondern nur Menschen unterschiedlicher Kulturen im Plural. Auch die Welt einer Schweizerin wird nicht schlicht und einfach identisch sein mit der Welt einer Indonesierin. Und weiter, es gibt nicht die Maus im Singular, sondern nur individuelle Mäuse, nur tierliche Individuen im Plural. Nicht den, die Schweizerin im Singular, sondern nur individuelle Schweizerin, also menschliche Individuen im Plural. Und das heißt, die Welt eines Individuums wird nicht schlicht und einfach identisch sein mit der Welt eines anderen Individuums. Deshalb gilt, es gibt keine Welt, es gibt nur Inseln. Was ist genau damit gewonnen? Nun zweierlei. Erstens, ein Denken der Tiere, das nicht verallgemeinert, sondern konkretisiert. Es betont die Vielfalt und die Individualität. Tiere erscheinen in diesem Denken als Gegenüber, als Person, als Mitbewohner. Sie haben natürlich mehr als einen instrumentellen Wert und ihnen eignet sogar mehr als nur ein intrinsischer Wert. Sie sind in ihrer Jeweiligkeit ein anzuerkennendes Anderes. Zweitens bewegt sich Derrida von diesen neu gedachten Tieren, diesen Tieren im radikalen Plural, in dieser radikalen Eigenheit und Jeweiligkeit, fast automatisch auf ein planetares Denken zu. Der Begriff Welt, der am Anfang des Arguments noch einfach genutzt wird, ist am Ende des Arguments dekonstruiert. Es gibt keine Welt. Derrida nutzt hier als Gegenbegriff die Inseln im Plural. Er beschreibt die Erde als ein Meer von Inseln und dies ist in der Offenheit der Relativierung und Relationierung planetar. Wir könnten also auch sagen, ausgehend von diesem neuen Denken der Tiere, es gibt keine Welt, es gibt nur Planeten. Das wäre also Derridas Vorschlag für ein Planetary Animal Thinking. Auch hier im Schema weg von hin zu formuliert. Weg von der Produktion des Identischen hin zur Differenzierung. Weg von der gewalttätigen Gleichmacherei hin zur Entfaltung des Vielfältigen. Weg vom Krieg der Arten hin zur Anerkennung des Anderen. Derrida arbeitet hier mit dem Begriff der Responsabilité im Doppelsinn von Antwort und Verantwortung. Und wieder würde ich sagen, genau, das sollten wir unbedingt tun. Fügen wir dem Aufhören noch ein Antworten, Verantworten hinzu. Dann wird aus dem Abstraktum das Tier ein Konkretum, ein bestimmtes Tier. Und dann wird aus der Welt ein Meer von Inseln, ein Planet. Dann zeigt sich, dass Tierdenken und planetares Denken im Grunde das gleiche wollen, auf das gleiche zielen, vergleichbare Wege gehen bzw. vorschlagen. Wieder völlig überzeugend. Und es würde, wenn es umgesetzt würde, eine ungemeine, durchschlagende Wirkung entfalten. Aber, und jetzt im Chor, es wird nicht umgesetzt. Und wir sind im Moment weiter davon entfernt als noch vor 2 Jahren und dies, obwohl die Dringlichkeit immer deutlicher wird. Deshalb, so Derrida, befinden wir uns immer noch in einer beispiellosen Umwälzung, die dazu führen sollte, unsere eigene, engagierte, kontinuierliche, organisierte Teilnahme an einem veritablen Krieg der Arten, an einem Krieg der Menschen gegen die Tiere, die Pflanzen, den Planeten und letztlich gegen sich selbst zu
beenden. Zeit für eine Zwischenbilanz, bevor es zurück in die Zukunft geht. Die Zivilisation steht an einem Scheideweg. Die Menschheit steht an einem Wendepunkt. Die entscheidende Wende besteht darin, der Aufrechterhaltung der Bewohnbarkeitsbedingungen des Planeten Priorität einzuräumen und nicht der Entwicklung der Produktion. Und als vierte Position, wir, die wir uns Menschen nennen, unterliegen einer beispiellosen Umwälzung. Es sollte unbedingt etwas geschehen, wir wissen Bescheid, ändern aber nichts. Und damit komme ich abschließend zurück zur Literatur oder The Ministry for Future. Was Sie hier sehen, ist noch einmal das Cover des Romans von Kim Stanley Robinson. Robinson hat sich vor allem als Autor von Science Fiction einen Namen gemacht. Recht berühmt ist seine Mars-Trilogie, bei der es um die Besiedlung dieses Planeten durch die Menschen geht. Robinsons neuester Roman, The Ministry for the Future, beginnt, das haben Sie in meiner kurzen Eingangsbeschreibung entnehmen können, als Dystopie und endet als Utopie. Das ist ziemlich ungewöhnlich für einen Roman. Am Anfang geht alles kaputt und die Lage scheint aussichtslos. Am Ende ist ziemlich viel wieder heil und die Lage gibt Grund zur Hoffnung. Woher Robinson seinen dystopischen Pessimismus holt, ist offensichtlich. Er muss sich nur umschauen und sehen, was der Fall ist. Er kann sich dann in der Klima- und Biodiversitätsforschung noch Daten und Zahlen holen, ökonomische und soziologische Studien hinzuziehen und fertig ist das Bild eines Planeten am bzw. im Abgrund. Robinsons Roman ist in diesem Sinne, ganz wie sich es für gute Science Fiction gehört, wissenschaftlich äußerst genau informiert. Da ist wirklich sehr viel Science in dieser Fiction. Das Literaturverzeichnis, hätte er eines seinem Buch hinzugefügt, wäre wohl beeindruckend lang ausgefallen. Das liegt auch daran, dass Robinson nicht exemplarisch verfährt, sondern eben planetar. Exemplarisch verfährt zum Beispiel Richard Powers in seinem Roman The Overstory, 2018 erschienen, deutsch Die Wurzeln des Lebens. Thematisch verwandt, gleichfalls um Klimakrise und Biodiversitätsverlust kreisend, aber dies am Beispiel eines bestimmten Falles. Nicht alle Lebewesen, sondern nur die Bäume, nicht die ganze Welt, sondern nur die USA. Robinson hingegen geht aufs Ganze. Bei ihm kommt alles vor. Tiere, Pflanzen, Wetter, Tropen, Wildnis, Städte, Kriege, Armut, Reichtum, Bildung, Dummheit, Wissenschaft, Technik, Landwirtschaft, Mikrophysik, Gewalt, Europa, die Amerikas, Afrika, der Pazifik, Russland, Australien, Meere, Gebirge, Flüsse, die Tiefsee, das Polareis, die Gletscher, einfach alles. Ach ja, natürlich auch die Menschen, die kommen auch vor, nur eben planetar relativiert und relationiert wie alles andere auch. Dieses relationale und relativierende Erzählen von allem steht vor einer Herausforderung, die sich auf die Form des Erzählens bezieht. Das ist nebenbei gesagt für uns Literaturwissenschaftlerinnen ein wichtiger Punkt. Wir schauen nicht nur darauf, was ein literarischer Text sagt, sondern wollen auch immer verstehen, wie er das tut. Also nicht nur, von welchen Tieren wird erzählt, von welchen Planeten, sondern auch, was sind die besonderen formalen Herausforderungen, wenn ich von Tieren oder Planeten erzähle? Worin besteht also die formale Herausforderung für ein relationales und relativierendes, ein planetares und animales Erzählen in Robinsons The Ministry for the Future? Nun, sie besteht darin, diese Relationalität und Relativität, die Vielfalt und Dynamik der erzählten Welt, auf die Ebene des Erzählens zu holen, also ein Erzählen zu entwerfen, das nicht nur von dynamischer Vielfalt und relationaler Relativität handelt, sondern das selbst vielfältig und relational ist. Robinson begegnet dieser Herausforderung durch eine Vervielfältigung der Erzählstandpunkte. Es gibt nicht eine zentrale Fokalisierungsinstanz, aus deren Perspektive heraus erzählt wird,
sondern zwei zudem tendenziell antagonistische Instanzen. Diese beiden dominanten Perspektiven werden zudem von einer Fülle weiterer Nebenperspektiven umspielt. So schauen wir aus vielen verschiedenen Blickwinkeln auf die Welt, auf den Planeten, auf die Ereignisse. Im gleichen Maß vielfältig ist die Art, in der erzählt wird. Es gibt ein berichtendes, auktoriales Erzählen. It was getting hotter, so der erste Satz des Romans. Es gibt ein fiktional autobiografisches Erzählen. I am a god and I am not a god, so der erste Satz des zweiten Kapitels. Hier spricht, wie sich bald herausstellt, die Sonne und erzählt von ihrem eigenen Leben. Es gibt ein dokumentarisches Erzählen. Article 14 of the Paris Agreement under the United Nations Framework Conventions on Climate Change called for the periodic taking stock of all the signatory nations' carbon emissions, which meant in effect the total global carbon burn for the year in question. So der Anfang des dritten Kapitels des Romans. Und weiter. Es gibt Protokolle, Ratespiele, Enzyklopädieeinträge und vieles mehr. So werden ganz unterschiedliche Stimmen hörbar und eben nicht nur menschliche Stimmen, sondern auch Stimmen von Dingen. Neben der Sonne können unter anderem auch ein Photon und ein Carbonatom ihre eigene Sicht der Dinge schildern. Vielstimmigkeit gilt als eines der Kennzeichen des modernen Romans, spätestens seit Dostojewski. Die literarische Polyphonie antwortet auf die Polyphonie der modernen Welt. Für ein planetares Erzählen gilt dies in forcierter Weise. Alles spricht und alle sprechen mit. In Robinsons Roman bleibt der fliegende Wechsel von Sprechweisen und Perspektiven von Kapitel zu dem unkommentiert. Das zeitigt beim Lesen einen bemerkenswerten Effekt. Mit jedem neuen Kapitel, insgesamt 106 Mal, stellt sich neu die Frage, wer spricht hier? Aus welcher Perspektive schauen wir nun auf die Welt? Das ist auf eine angemessene Weise anstrengend. Ich kann es als planetares Leseerlebnis nur empfehlen. Mit Blick auf die literarische Form ist das also gut gemacht. Vielstimmig geht am Anfang alles den Bach runter. It was getting hotter. Woher aber nimmt Robinson nun seinen utopischen Optimismus, dass sich alles zum Besseren wenden könnte? Nun, zum einen aus der gleichen Quelle wie zuvor, aus der Wissenschaft. Denn hier finden sich ja konkrete, vielversprechende, machbare Vorschläge für die Menschheit heilsam, den Planeten bewahren, freundlich, moralisch gut, wirtschaftlich effizient, biologisch förderlich, sozial befriedend, den Tieren und Pflanzen nützend, das Wohlergehen der Menschen fördernd, die Gewässer, die Atmosphäre klärend, ästhetisch erfreulich, das Leben erleichternd, voller Gerechtigkeit, Frieden, Glück, Güte für alle und das meint wirklich alle. Wir kennen also nicht nur das Problem, wir kennen auch die Lösung, also machen wir uns an die Arbeit. Es kann so einfach sein, wir müssen nur wollen. Und zum Beispiel ein Ministry for the Future gründen, das dies alles in die Wege leitet. One of Barack Obamas favorite book of the years steht auf dem Cover der englischen sprachlichen Ausgabe. Kein Wunder. Oder wie es in einer einschlägigen Rezension heißt, eine hoffnungsvolle Allegorie darauf, was Menschen bewirken können. Wenn aber die fiktiven Lösungen alle aus der realen Welt kommen, wieso bleibt dann die reale Welt so weit hinter dem zurück, was in der fiktiven Welt erreicht werden kann? Wieso machen wir es als reale Menschen nicht einfach so, wie Robinson das für die fiktive Menschheit seiner Science Fiction vorschlägt? Darauf gibt es leider eine ungemütliche Antwort. Die vier Modelle, die ich exemplarisch vorgestellt habe, das ökonomische, das biologische, das soziologische und das philosophische, lassen alle einen Aspekt außen vor, der am Übergang vom Wissen zum Handeln von entscheidender Bedeutung ist und den Robinsons Roman entsprechend zentral positioniert. Den Egoismus des Reichtums und den Egoismus der Gegenwart.
Der Egoismus des Reichtums, der superreichen 10%, aber auch des reichen globalen Nordens, also unser Egoismus, ist eine einfache und einleuchtende Sache. Je reicher ich bin, desto leichter kann ich mich von den negativen Folgen eines zerstörten Planeten freikaufen. Der Egoismus der Gegenwart, der uns ohnehin alle betrifft, ist genauso einfach und einleuchtend. Spürbar ist, wie es mir heute geht, ob ich heute friere oder nicht, ob heute die Heizung an ist oder nicht. Spürbar ist nicht, wie es mir morgen gehen wird, welche Effekte mein heutiges Heizen morgen haben wird. Die Zukunft kann ich nicht spüren. Dieses doppelte Egoismus, der des Reichtums und der der Gegenwart, blockiert den kollektiven Übergang vom Wissen zum Handeln. Das weiß auch Robinson. Und er weiß auch, dass gegen Egoismus leider keine Argumente helfen. Das ist echt bitter, aber wahr. Gegen Egoismus helfen keine Argumente. Keine moralischen, keine politischen, keine ästhetischen. Als Mittel gegen diesen doppelten Egoismus des Reichtums und der Gegenwart setzt Robinson in seiner fiktiven Welt deshalb, und das ist wirklich unangenehm, gerade heute in diesen Tagen, und die das letzte Woche da waren, wissen auch schon, was er dagegen setzt. Er setzt dagegen den Terror. Und zwar den Terror sowohl von einzelnen nichtstaatlichen Terrorzellen als auch von inoffiziellen Terroreinheiten des Ministeriums für die Zukunft. Dieser Terror ist wirklich Terror und er zielt auf den Überlebensegoismus der Reichen und Gegenwärtigen, auf uns. Die leitenden Funktionäre von Unternehmen für fossile Energie werden so lange ermordet, bis niemand mehr diesen Job übernehmen möchte. Genauso geht es den Großunternehmen in der Fleischindustrie. Alle Flugzeuge, die mit fossilen Brennstoff unterwegs sind, werden abgeschossen. Alle Schiffe, die mit fossilem Treibstoff unterwegs sind, werden versenkt. Niemand möchte mehr fliegen, niemand mehr eine Kreuzfahrt machen, niemand mehr mit einer Superjacht über das Mittelmeer flitzen. Und so weiter und so fort. Der Egoismus des Reichtums und der Gegenwart wird durch Terror hinweggefegt. One of Barack Obamas favorite books of the year, eine hoffnungsvolle Allegorie auf das, was Menschen bewirken können. Robinsons Roman ist damit zweifach ungemütlich, zweifach schrecklich. Das Problem ist schrecklich. Der Egoismus des Reichtums und der Egoismus der Gegenwart und die Lösung ist schrecklich. Ich selbst würde übrigens natürlich sagen, dass dies in der wirklichen Welt nicht die Lösung sein kann. Kampf ja, ein Klassenkampf im Sinne von Latour Schulz, vielleicht sogar ein harter Kampf, aber Terror, nein, auf keinen Fall. Aber Robinsons Roman spitzt das Dilemma auf diese Weise zu. Er kann und darf das, es ist ja Literatur und die hat ihre eigene License to Kill. Es wird damit ja etwas deutlich, eben ein tiefer Riss, der durch die Welt geht, der immer wieder trennt, uns Egoisten vom Planeten, uns Egoisten von den Tieren, uns Egoisten vom Handeln, uns Egoisten von uns selbst, die wir auch für unser eigenes Wohlergehen gut daran täten, uns selbst vom doppelten Egoismus des Reichtums und der Gegenwart zu befreien und dies nicht externen Terroreinheiten zu überlassen. Es ist eine Verlegung nach innen dieses Konflikts. Robinsons Roman endet nun nicht mit dem Terror, sondern mit den Tieren, mit der Geste des Offering Back. Es würde sich lohnen, die vielen Tierszenen des Romans durchzugehen, etwa den stundenlang währenden Blickwechsel zwischen einem Steinbock und Frank May, der zweiten zentralen Perspektivfigur des Romans, oder auch die Überlegungen zur weltweiten Populationsentwicklung von Wildtieren. Deutlich wird in der Zusammenschau dieser Szenen, dass die Tiere einen eigenen, alternativen Schlüssel für den Übergang vom Wissen zum Handeln anbieten. Und mit dieser These zum Schluss möchte ich schließen. Deutlich, wenn wir uns als Menschen den Tieren gegenüber angemessen verhalten, so die darunterliegende These bei Robinson, wenn wir den Planeten mit ihnen teilen
uns klein einreihen in die Vielfalt der mitbewohnenden Personen, dann folgt daraus, wie in einer trophischen Kaskade, auch eine weitergreifende Heilung, Wendung, Wandlung hin zu einem bewohnbaren und gemeinsam bewohnten Planeten. Robinson entwirft solch eine Zukunftsvision. Aber das steht natürlich unter extremer Kitschgefahr. Ich lese Ihnen das nochmal vor. Ja. Wenn wir den Planeten mit Ihnen teilen, uns klein einreihen, die Vielfalt der mitbewohnenden Personen, dann folgt daraus auch eine weitergreifende Heilung, Wendung, Wandlung hin zu einem bewohnbaren und gemeinsam bewohnten Planeten. Heieiei. Abgesichert gegen das Risiko, bloßer Kitsch zu sein, ist diese Szene bei Robinson zweifach. Einmal dadurch, dass diese wunderbare Zukunft im Rahmen seiner erzählten, erfundenen Welt nur um den Preis des Terrors zu haben ist. Ein hoher Preis, ein zu hoher Preis. Absicherung gegen das Kitschrisiko bietet aber auch die Schlussszene selbst. Imaginiert wird hier von Art zwar die Geste eines Offering back, aber Mary ist sich nicht so sicher. The man is offering his life, Art guessed. Mary stared at him. I don't know, she confessed. I can't get it. It's a kind of offering, Art insisted. It's a gesture of offering. He's us, right? So he's us offering the world back to the animals. Maybe so. Kann sein, muss aber nicht. Es bleibt zwischen der anbietenden Hand und dem großen Vogel, dem annehmenden Tier, eine Lücke, ein Spalt, eine notwendige Differenz, eine Unsicherheit. Maybe so. Art machte noch einen zweiten Deutungsvorschlag angesichts des nächtlichen Sternhimmels, das Planetare und das Animale noch einmal zusammenziehend, vom Stern Jupiter über den Gott Zeus zum großen Vogel. That's Jupiter, there to the west, Art said, pointing to the brightest star. So, if your big bird is Zeus, that's where he comes from, right? Worauf Mary erneut antwortet, und es ist die letzte direkte Rede des Romans, maybe so. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Es hat mir super gut gefallen und sehr viel gelernt, auch für unser Buchprojekt, an dem wir gerade arbeiten, zur Planetary Condition, wo wir auch versuchen, die Tiere in den planetaren Denkstil auch einzugliedern. Und ganz interessant, weil ja, ich arbeite tatsächlich gerade an dem Kapitel auch zum Thema Agency und zu der Idee, also wenn wir versuchen, planetare Politik zu machen, wie hören wir denn auf die Tiere? Ja. Also davon hattest du ja auch gesprochen, dass wir versuchen zu verstehen, dass die Tiere den Planeten mit uns bewohnen und wir sollten auf diese Tiere hören. Und ja. Was haben wir davon, wenn wir auf sie hören? Und da versuche ich zu argumentieren, indem wir es schaffen, dass die Tiere das machen können, was sie möchten, was sie wollen, dass dann gleichzeitig dass dies eben nicht nur den Tieren, sondern auch dem Planeten natürlich zugutekommt. Und ja, die Tiere sagen uns vielleicht ein bisschen, vielleicht sprechen die Tiere etwas lauter als die Gesteine und die Gewässer. Aber das wäre jetzt auch so meine erste Frage, die ich hätte, wenn wir über die Planetary Animal Studies sprechen. Siehst du da eine Abgrenzung, was der Fokus auf die Tiere besonders macht im Vergleich jetzt zum Fokus auf Wälder, auf Eisschollen, auf Meere? Ja, ich würde sagen, die Tiere machen es einem an einer bestimmten Stelle
einfacher, weil sie uns ähnlicher sind und weil es leichter ist, die Ähnlichkeit wahrzunehmen und weil aufgrund dieser Ähnlichkeit die Alterität, die Andersheit eigentlich schwerer zu ertragen ist. Und das kann produktiv sein. Also ich weiß selber, wenn ich kann mich vor einen Baum stellen und dann schaue ich mir den Baum an und denke, naja, das ist ein Baum, aber ich bin doch ein Mensch. Ziemlich große Unterschiede und ich kann natürlich auch versuchen, dem Baum nahe zu kommen und die Gemeinsamkeiten zu erkennen, aber das ist wirklich Arbeit. Aber diese Arbeit ist viel, viel geringer, wenn ich mit bestimmten Tieren zu tun habe. Also insbesondere Tiere, die so ein Gesicht haben wie wir Menschen und Augen haben und einen anschauen können oder sowas. Da gibt es sofort eine intuitive Vorstellung davon, dass man etwas teilt und dass die Unterschiede auf der Basis des Teilens stattfinden. Insofern machen es einem die Tiere da ein bisschen leichter. Und wenn man es bei den Tieren gelernt hat, fällt es einem dann vielleicht hinterher auch bei den Bäumen leichter. Und wenn man die Bäume drauf hat, kommen als nächstes die Flüsse dran. Ja, vielleicht liegt doch, also du hast vorhin beschrieben, dass Robinson den Tieren sozusagen den Schlüssel in die Hand legt, also dass die Tiere den Schlüssel für uns, für diese fiktive Gesellschaft sind, um eben diese Lücke zu schließen zum Handeln. Das war also dieses, ich habe mich sehr gefreut, dass wir diesen Roman jetzt nochmal aus diesem Blickwinkel betrachtet haben und auf diese hoffnungsvollen und wenn auch gleich unsichere Note irgendwie da herausgehen konnten. Wird denn in dem Roman auch so ein bisschen dieser Unterschied gemacht? Also du meintest, es gibt auch Stellen, die von Molekülen erzählt werden, die Sonne erzählt auch. Also das ist also wirklich eine Vielschichtigkeit. Da werden jetzt wahrscheinlich die Tiere nicht besonders hervorgehoben im Vergleich zum Meer. Mein Argument wäre tatsächlich ein erzähltheoretisches. Also der Roman hört mit den Tieren auf und nicht mit dem Terror. Und das ist die Frage, wer hat das letzte Wort oder welches Argument kommt als letztes? Und als letztes Argument kommt nicht der Terror und als letztes Argument kommt auch nicht das Atom, das spricht und nicht der Lexikon-Eintrag, sondern ein Nachdenken über das Verhältnis von Menschen und Tieren. Und das ist eine sehr, sehr prominente Stelle. Und dieses ganze letzte Kapitel in Kapitel 106 kommt immer wieder auf Tiere zu sprechen. Es gibt eine Szene ein paar Seiten vorher, in dem Art und Mary an einem, glaube ich, ein Schaufenster vorbeikommen und es geht um Tiermasken und da geht es um ausgestopfte Tiere und dann sagt Art, ja, ist doch doof, dass man Tiere jetzt tötet und ausstopft. Und sagt Mary, naja, aber das ist, also wenn sie mal tot sind, sie hätte auch einen Vogel gefunden, der war tot, aber noch heil, den hat sie dann präparieren lassen. Und sie kommt über diesen Weg, diesen Umweg zu einem näheren Verständnis dieser Tiere. Und ich glaube tatsächlich, dass es gewissermaßen die erste Geste ist für die Menschen, sich unter die Tiere einzureihen. Und das andere folgt dann gewissermaßen. Also wenn wir das mal geschafft haben, dann ist echt nicht nur ein bisschen was gewonnen, sondern sehr viel. Das wäre, glaube ich, dieser Optimismus des Romans, der auf der anderen Seite aber wiederum natürlich nicht vergessen lässt, dass diese halbwegs gelungene Wende zum Besseren ohne den Terror nicht möglich gewesen wäre. Ja, ja daher gut, dass es nur im Roman passiert. Ja. Ja. Ja, das passt auch gut zu den Gedanken, wenn wir versuchen, die Menschen verlieren ja auch immer ein Stück weit ihrer Privilegien, indem sie die Tiere besser verstehen, indem sie sich eingliedern, wenn wir dann lernen, dass Fledermäuse sich mit Echolocation nicht nur orientieren, sondern auch kommunizieren, merken wir auch wieder, okay, wir versuchen was weiter über sie zu lernen und müssen immer wieder mehr abgeben. Ich stimme dazu, dass das wäre höchstwahrscheinlich ein wirklich wichtiger Schritt, der uns weiterbringen würde. Aber ich sehe, da ist eine Frage im Publikum. Ja, genau. Ja. Ja, danke schön. Also ich habe das Ministerium der Zukunft nicht gelesen, aber ich habe Frank Schätzing gelesen, der Schwarm. Ja. Und habe natürlich sofort auch gesehen, auch da ist der Terror.
Da ist die Handlung nicht von Menschen, da ist die Handlung von Tieren. Das Ergebnis da ist aber keine Utopie, sondern da bleibt es bei der Dystopie. Das war die Frage? Ich habe keine richtige Frage dafür, aber ich habe da doch, das haben doch aufgeworfen. Nein, finde ich gut. Finde ich gut. Ich wollte nur fragen, ob ich jetzt da anschließen kann. Kann ich. Ich würde tatsächlich sagen, also Schätzing ist wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Klar, im Schätzing, im Roman von Schätzing geht gewissermaßen noch mehr schief als in The Ministry for the Future, und die Agenten des Schiefgehens sind diese tierliche Kollektivintelligenz, die da in den Tiefen des Ozeans wohnt. Aber der Schwarm endet unglaublich optimistisch, nämlich als so ein Friedensschluss, dass man sagt, okay, jetzt haben wir es verstanden, wir Menschheit, wir müssen jetzt haben wir genug eins auf die Ömme bekommen, jetzt verstehen wir, dass wir netter sein sollten, und dann sagt diese Superintelligenz, okay, super, Sie haben es verstanden und wir sind jetzt alle einer Meinung. Noch viel, viel schrecklicher, muss man sagen, in der Verfilmung, die ZDF da vor kurzem gemacht hat, ein wirklich unerträgliches Ende, ohne jede Absicherung gegen Kitsch. Ja. Und ich würde sagen, dass bei Schätzing das tatsächlich ein Problem ist, dass da so ein Action-Schluss gebaut wird, der echt spannend ist, und am Ende geht doch nochmal alles gut. Ja, und dann denkt man, naja, okay, das ist ja nochmal gut gegangen. Ist ja nochmal gut gegangen. Und das finde ich tatsächlich an dem an The Ministry for the Future das literarisch Bessere, dass das ein unangenehmerer Text ist. Also der lässt einen wirklich unangenehm berührt zurück. Könnte man sagen, also dass in der Zukunftsfiktion war dominant vor deinem Vortrag die Apokalypse. Die Apokalypse erlaubte, den Planeten ohne Mensch zu denken. Du senkst jetzt ab auf Terror und Gastfreundschaft und bringst auf diese Weise sozusagen die Kategorie der Handlung, dass wir was tun können, ein. Frage 1, Frage 2, warum hast du Gründe, dass du von Planeten sprichst und nicht von Anthropozän? Es gibt eine riesige Forschung zum Anthropozän. Wenn du die aufgegriffen hättest, müsstest du, vermute ich, einen Aspekt aufgreifen, könntest du Derrida mit der Insel nicht mehr so positiv annehmen, weil die Forschung sagt, erst in dem Moment, seit etwa 50 Jahren, sind wir im Anthropozän, als alles, aber auch alles durch den Menschen tangiert ist und nicht mehr Inseln. Und drittens und letztes, ganz kurz, bist du nicht in einem Punkt als Literaturwissenschaftler, setzt du da nicht was auf, indem du ein wunderschönes Zeug, das Vielstimmigkeit bringst, die jeder kennt, aber nichts Neues? Müsstest du nicht mindestens an die Grenze gehen, wenn du diese Gastgeberrolle gibst zurück, aufnimmst, müsstest du nicht das Verbale erzählen durch das Nonverbale, durch die Gäste, durch das, was du durch Rituale, also durch Nonverbales mindestens sozusagen in den Zwischenbereich suchen? Apokalypse, Anthropozän, Polyphonie. Ich fange mit der Apokalypse an. Alles drei wirklich total tolle Punkte. Es geht um die Apokalypse, das apokalyptische Erzählen ist eins,
insbesondere das postapokalyptische Erzählen und auch die postapokalyptische Science Fiction ist ein Erzählen nach der Apokalypse, wie geht es weiter. Und das ist eine tatsächlich einerseits biblische, andererseits auch plausible Fantasie, die aber an einer bestimmten Stelle dem aktuellen Problem nicht gerecht wird, würde ich sagen, weil sie eine so einen Nullzustand herstellt, Tabula rasa, und dann ist halt alles weg und dann fängt man wieder an, dann hat man irgendwie, was weiß ich, Waterworld oder alles ist Wasser, alles ist Wüste, alles ist XY, also dann, das ist so gewissermaßen auch einfach, eine Postapokalypse zu bauen. Und was heißt das? Das heißt nichts. Und insofern, glaube ich, gibt es tatsächlich gegen dieses postapokalyptische Erzählen etwas, das man jetzt irgendwie Climate Fiction nennt, Cli-Fi oder auch Biodiversitätserzählung, die eben versucht zu erzählen, was vor der Apokalypse kommt. Und das ist echt etwas, was wir uns, glaube ich, auch klar machen könnten, sollten. Die Apokalypse wird ausbleiben. Es wird nicht so sein, dass wenn wir diesen ganzen Mist weitermachen, den wir machen, ist nicht irgendwann plötzlich klack und wir sind weg, sondern es wird sehr lange, langsam immer schlechter werden und schlechter und schlechter. Schleichend, eklig, langsam. Ja? Apokalypse wäre viel zu gemütlich gewissermaßen dafür. Also das ist das eine. Also es ist ein Erzählen, das vorher abbremst und sich anschaut, was passiert vor der Apokalypse. Und dieses apokalyptische Modell verweigert. Dem würde ich dir total zustimmen. Und Robinson ist jemand, der versucht, ein nicht Postapokalypse, sondern ein präapokalyptisches Erzählen zu bauen. Das ist der Punkt. Zweiter Punkt, Anthropozän. Ja, absolut. Und ich glaube, der Begriff des Planetaren versucht, genau das zu denken, dass der Planet etwas ist, das nicht dem Menschen irgendwie eine Wohnkugel ist, so wie man es beim Weltbürgertum von Kant hat, dass man halt eine Kugel hat und auf der verteilen sich die Menschen irgendwie möglichst praktisch. Und dann ist die Kugel, die Erde, gewissermaßen nur die Oberfläche, auf der die Menschen drauf sitzen. Und da können sie sich manchmal dran stopseln und was rausziehen. Und dann hat man so ein objektiviertes Verhältnis zur Welt. Und der Begriff des Planetens, so wie er im planetaren Denken konzipiert ist, ist einer, der nur unter den Bedingungen des Anthropozäns überhaupt hat entstehen können, glaube ich. Also der Planet ist etwas, das nicht ein Gegenüber des Menschen ist, sondern etwas, in das der Mensch involviert ist. Und natürlich nicht nur der Mensch, aber der Mensch durch die ganze Art und Weise, wie er die Industrie baut und mit Energie umgeht, auf eine sehr, sehr feinkörnige Weise, könnte man sagen. Und insofern würde ich sagen, ja, das ist unbedingt, also wir leben in dieser Zeit des Anthropozäns, und das Planetare ist eine Weise, Welt und Erde zu sagen, eingedenk der Tatsache, dass wir im Anthropozän leben. Ja, das ist auch so, um keinen sauberen Begriff zu haben. Also Welt ist zu sauber, der Planet ist dreckig genug gewissermaßen. Und dann zum dritten Punkt. Ja, noch eine Sache war noch bei dem dabei bei dem Anthropozän. Ich glaube, das funktioniert mit Derrida, weil du gesagt hast, so positiv kann man den Derrida nicht mehr sehen. Und denkt Derrida das Anthropozän mit, oder ist das etwas, was impliziert ist in seinem Denken? Es gibt von Derrida, soweit ich weiß, nicht viele direkte Äußerungen zu Fragen des Anthropozäns. Und was ich versuche, ist mir diese Stellen anzuschauen, bei denen es um Derridas Auseinandersetzung mit Heideggers Begriff der Welt geht. Also das philosophische Debatte, die ist auch kompliziert, auch so kompliziert, dass ich sie nicht ganz verstehe, aber soweit ich sie verstehe, ist es tatsächlich, hab ich den Eindruck, dass Derrida versucht, der Welt ihre Konkretion zurückzugeben, ihre Jeweiligkeit zurückzugeben. Und das ist ganz, ganz nah an der Kritik dran, die Latour am Begriff des Globus hat und des Globalen. Das funktioniert ziemlich ähnlich. Und ich würde da eben sagen, dass
dass es da wirklich eine Tendenz bei Derrida gibt, die ganz, also die gewissermaßen von alleine Richtung planetaren Denken sich schon auf den Weg gemacht hat. Nicht in der Begrifflichkeit, aber ist da unterwegs hin. Also das, so würde ich das versuchen zu retten. So, und jetzt diese wirklich sehr, sehr wichtige Frage, die mich auch wirklich total umtreibt, zur Polyphonie. Was ist daran neu? Ja, also hier Ministry for the Future, da habt ihr das Buch. Klar, Polyphonie, ich habe es ja auch gesagt, das ist irgendwie, sagt man so zum Roman der Moderne, unterschiedliche Stimmen sprechen und dann sagt man, naja, aber es sind ja nicht nur unterschiedliche Menschenstimmen, sondern es sind auch Tiere sprechen. Und dann denkt man, naja, wie war das gleich? Anna Karenina, gibt es diese tolle Szene, die aus der Perspektive des Jagdhundes erzählt ist? Also ganz und gar, also Tiere haben das auch schon gekonnt. Denkt man an die ganzen Tierautobiografien, dann denkt man an die ganzen It-Narratives, also Ding-Erzählungen, bei denen tatsächlich Dinge ihr eigenes Leben erzählen, gibt es auch schon seit dem 18. Jahrhundert und so. Also ist da irgendwie literarisch irgendwas Neues unter der Sonne hier? Und meine ehrliche Antwort wäre, nö. Ja, also das ist tatsächlich nicht neu. Schon ziemlich gut gemacht, ja, und das nutzt all die Sachen und sagt, ja, wir müssen, wenn wir den Planeten erzählen, wenn wir das Anthropozän erzählen, dann brauchen wir eine solche Erzählweise, die muss so vielstimmig sein, die muss so verunsichernd sein und ist in dem Sinne auch viel, viel besser als Schätzings der Schwarm. Viel besser. Ja? Schätzing macht das viel, viel schlechter. Der versucht es auch, aber kriegt es nicht so gut hin. Und das ist schon wirklich gut gemacht. Und dann ist die Frage, und das ist wirklich eine ganz interessante Frage, die auch für den Schätzing nochmal wichtig ist. Schätzing, ich finde es gut, dass es das Buch gibt, Der Schwarm von Schätzing. Ja? Ich finde es kein gutes Buch, aber ich finde es gut, dass es das Buch gibt. Das finde ich ein gutes Buch und gut, dass es das gibt. Ja? Und dann gibt es wiederum Texte, die finde ich noch deutlich besser als das hier. Die liest aber keine Sau. Und das heißt, die haben keine Wirkung. Und jetzt bin ich wieder bei der Frage, die mich zurzeit wirklich echt auch selbst umtreibt. Was passiert an der Stelle, an der wir vom Wissen zum Handeln kommen sollten? Was ist dieses Wissen-Handel, die Lücke, dieser Riesengap zwischen Wissen und Handeln? Wie ist der irgendwie zu füllen, zu überbrücken? Wir wissen Bescheid. Wir wissen Bescheid. Es ist überhaupt nicht mehr, vor 10, 20, 30 Jahren hat man sich vielleicht noch drüber gestritten oder vielleicht auch noch vor 5, wie das so ist mit dem menschengemachten Klimawandel. Und das doch wirklich Bemerkenswerte ist, dass man es mittlerweile weiß, aber dort, wo man früher darüber diskutiert hat, ob es der Fall ist oder nicht, weiß man jetzt, dass es der Fall ist, aber wieso sollte man was ändern? Also Wissen, es ist nicht entscheidend, was wir wissen, sondern es ist entscheidend, welches Wissen wirksam gemacht wird. Und bei Wirksamkeit haben solche Bücher Vorsprung gegenüber tollen Projekten, die ich besser finde, die dann damit arbeiten zum Beispiel. Es gibt ein wahnsinnig tolles Pilzbuch von, jetzt bin ich auf den Namen Autor, ein tolles Pilzbuch, das als Pilzbuchprojekt auch darin besteht, das Buch selbst mit Sporen zu versehen und dann halb einzugraben und die Pilze rauswachsen zu lassen. Sagenhaft, ja. Das ist nicht nur ein gutes Buch, sondern ein sehr gutes Buch, ja. Also das finde ich richtig ganz toll. Tausendmal besser als Kim Stanley. Aber da schreiben die Pilze dann mit. Da schreiben die Pilze mit, ja, ja, klar. Da schreiben die Pilze, klar, mit. Klar. Ja, Klaus wollte was sagen. Ja, erst nochmal vielen Dank für diesen tollen Vortrag, der uns richtig weiterhilft. Und ich sage jetzt mal die Frage, die jetzt uns umtreibt in dem eben bereits angesprochenen Buch, was wir gerade schreiben und nicht so richtig zu Ende bringen. Also die Frage nach dem Handeln. Mhm. Bei Latour wird unterschieden zwischen Akteuren, das sind so wir, und den Aktanten, das sind die anderen.
Und jetzt kann man zum Beispiel, wenn man über das Meer redet oder über die Pilze oder so, da kann man so Weltkonferenzen veranstalten nach Mary's Art. Mhm. Also man bringt alles Wissen zusammen, was man überhaupt hat, und dann bringt man die politischen Entscheider zusammen und dann bringt man die Advocates zusammen, die NGOs, die sagen, das mit den Korallenriffs, das müssen wir jetzt mal in Angriff nehmen. Dann kommen die Stewards, die sich um die Riffs kümmern und so weiter. Und dann hat man diese übliche Konstellation. Das heißt, wir gehen raus aus diesem Objektivierungsprozess. Die Natur ist das andere und das beuten wir aus und dann reparieren wir es wieder und dann bauen wir es weiter aus. Sondern wir kümmern uns. Mhm. Wir machen 30-Meilen-Zonen und so weiter und so weiter. Die Frage, die sich bei den Aktanten immer stellt, ist, was die jetzt eigentlich beitragen zum Handeln. Und Sie haben das ja gerade so ein bisschen symbolisch gesagt, auf die müssen wir hören und dann handeln wir anders. Mhm. Das glaube ich. Aber handelt die eigentlich auch selbst? Das heißt, bei den Aktanten gibt es außer ihrer Wirkmächtigkeit, da muss ja keiner mehr drüber reden, dass die Natur in ihren vielen Facetten mittlerweile ziemlich wirkmächtig ist. Ja. Aber über die Wirkmächtigkeit hinaus können dann Entitäten, um es mal so zu nennen, die nicht sprechen können, die nicht kommunizieren, die auch nicht mit uns kooperieren, jedenfalls merken wir es nicht und so weiter. Ist da eine Handlungsfähigkeit? Das wäre meine erste Frage, also sozusagen vom Akteur zum Aktanten. Mhm. Und die zweite, nochmal auf das Bild bezogen, das Planetare kann ja sein, wenn ich an Jupiter denke, dass wir den planetaren Raum eröffnen, indem wir den Jupiter in seiner doppelten Bedeutung als Gott und als Stern, Planeten, den anderen nehmen, weil es geht nicht nur um die Erde, sondern es geht eben ums Universum. Vielen Dank. Ja. Dankeschön. Ich fange mit dem ersten Punkt an. Man könnte da jetzt natürlich nochmal, so wie Sie es ja auch schon angefangen haben, die Latour-Position referieren und sagen, da kommt es gewissermaßen nicht so, es ist gar nicht so wichtig, ob wir das wissen, was da jeweils in diesen Entitäten vorgeht. Es ist entscheidend, was sich aus dem gemeinsamen Handeln ergibt. Ich selbst würde auch sagen, das ist wieder so ein Punkt, an dem man vielleicht nochmal auf die Tiere zurückkommen kann, weil diese Unterscheidung ist ja erstmal einleuchtend, dass man sagt, es gibt halt irgendwie uns Menschen, die wir ziemlich komplex als Akteure auftreten können, und dann gibt es andere Wesen, die als Aktanten in Netzwerke eingebunden sind und da mitwirken. Das ist erstmal intuitiv plausibel, aber es ist auch tatsächlich eine weite Variante der alten anthropologischen Differenz, die da sagt, wir Menschen können etwas, was nur wir Menschen können. Und mit Derrida könnte man für einen ganz starken Gradualismus letztlich optieren und sagen, es gibt nicht die Menschen, die das eine können und alle anderen können was anderes, sondern es gibt Übergänge und Übergänglichkeiten. Es gibt Tiere, die mehr planen können als andere Tiere. Es gibt Konstellationen, die zu einer klareren Form von Akteursgemeinschaften führen. Und dann wäre, glaube ich, so etwas wie Akteursgemeinschaften ein Weg, das zu beschreiben, wie man an manchen Stellen irgendwie weiterkommen kann. Aber das ist natürlich tatsächlich, das bleibt vage, es bleibt unglaublich vage an der Stelle. Und da würde ich auch, das ist auch ein Punkt, an dem ich nicht einfach mitgehen würde mit Latour. Und ich auch nicht so ganz genau weiß, ob Latour selbst das schon als eine Lösung beschreiben würde, was er da hat, sondern eher so als eine Möglichkeit, etwas anzustoßen. Und das Anstoßen ist ja tatsächlich der Punkt, dass Menschen zu Advokaten von Nichtmenschen werden und diese Nichtmenschen dann eben nicht mehr nur Tiere, sondern eben auch Flüsse sind und sie zu Rechtssubjekten erheben, diese ganzen Geschichten, die wir kennen, was ja auch wirklich plausibel ist. Aber ich würde da, glaube ich, schon auch sagen, dass die, über uns Menschen gesprochen, das ist sowas wie, man könnte das ein
epistemologischen Anthropozentrismus nennen. Also dass wir als Menschen, wir können einfach besser bestimmen, was Menschen tun. Wir sind uns selbst näher als andere Lebewesen. Das ist eine vage Antwort, ich weiß, aber das ist auch, da habe ich keine klare. Der zweite Punkt, Jupiter. Genau deshalb habe ich dieses Zitat am Ende nochmal gebracht, und das finde ich auch tatsächlich vom Kim Stanley Robinson ziemlich hellsichtig, dass er das mit reinbringt, den Jupiter als ein Stern und ein Gott. Und damit, und das hat nochmal was, kommt nochmal auf die Frage von Günter Oeseler auch zurück, und damit nochmal den Planeten als etwas denkbar macht, das man von außen sieht. Ja, der Planet ist nicht nur etwas, auf dem wir wohnen, sondern der Planet ist dann plötzlich etwas, was von Ferne gesehen wird. Und gleichzeitig ist es eine schöne Stelle, um klarzumachen, dass es nicht um eine einfache Unterscheidung geht zwischen den handfesten Dingen auf der einen Seite und den kulturellen Zuschreibungen auf der anderen Seite, sondern dass uns die Sterne da oben nur im Rahmen von Mythologie überhaupt gegeben sind. Und das finde ich eine sehr schöne Beobachtung. Und wenn man wenn Sie mal in Zürich sind, müssen Sie unbedingt zu dieser Ganymed-Statue gehen. Die ist wirklich irgendwie bemerkenswert, stand auch lange davor, dran rumgerätselt. Und was ich an dieser Beobachtung von Robinson so gut finde, ist, dass er es schafft, diese Geste dieser Ganymed-Figur ins Weltall zu verlängern. Darauf muss man erstmal kommen. Ja, das ist schon wirklich gut. Also und gleichzeitig in die Mythologie hinein zu verlängern. Und das würde ich sagen, an der Stelle, da hat er ein Gespür für die planetare Dimension. Und das wäre eben ein Punkt, wo ich auch sagen würde, das ist nochmal, dass er dieses Bild ans Ende setzt. Diese Geste über eine mythologische Figur vom Weltall bis zu den Tieren verbunden zu sein und zwischendrin irgendwo als ein Glied der Kette den Menschen zu haben. Das ist eine wirklich ganz starke Szene. Ja, danke, dass du uns auf diese Szene gebracht hast. Und wir sind ja noch nicht so weit in dem Roman gekommen, bis an die Stelle. Da hinten ist noch eine Frage von den Studierenden. Ich glaube, wir haben noch Zeit für eine Frage, glaube ich. Ja, dann müssen wir langsam Schluss machen. Dankeschön. Genau, meine Frage war eigentlich gewesen, wieso machen wir das doch nicht einfach, wie es die Wissenschaft vorschlägt? Und da haben Sie dann auch direkt geantwortet gehabt zum einen, dass eben der Egoismus des Reichtums, also eben der globalen Norm und die 10%, und zum anderen der Egoismus der Gegenwart irgendwie das verhindern, dass wir eben das Wissen, also blockieren, das Wissen zu handeln wird. Aber das glaube ich irgendwie nicht, weil eben es sind 10%. Das ist halt nicht viel im Vergleich zu der globalen Menschheit oder halt eben alle Tiere und Lebewesen. Und zum anderen, wir merken die Kipppunkte ja heute schon. Also wir im Westen können es vielleicht eher nochmal, oder im globalen Norden können es eher nochmal ausblenden, aber wir haben ja die 1,7 Grad und die Kipppunkte also teilweise einfach schon erreicht. Und meine Frage wäre, dann müsste es nicht heißen, eben nicht von Wissen zu handeln, sondern hin zu fühlen und zu handeln, weil erst wenn wir, glaube ich, als Gesellschaft und als Menschen verstehen, wir sind eben Teil der Natur, und wenn wir Natur kaputt machen, machen wir uns selbst kaputt und beuten uns selber aus. Müsste das nicht irgendwie das sein? Und zum anderen ist auch die Frage, wer ist betroffen? Also wenn wir sagen, nicht wir als Menschen bestimmen, was passiert, sondern eben hingehen und sagen, Tieren und Pflanzen, das passiert ja auch in einigen Ländern schon, irgendwie Pflanzen oder Tieren oder Lebewesen oder Flüssen irgendwie Rechte zu geben. Ja. Müsste das nicht eher dann der Ansatz sein? Ja, ich gebe Ihnen völlig recht, das müsste der Ansatz sein, und ich würde sogar noch weitergehen und sagen, diese Argumente, die Sie da vorbringen, die sind alle so gut, dass man sich im Grunde nur wundert, warum wird es dann nicht getan? Ja, also warum wird es nicht getan, wenn wir das doch wissen und wenn es die Modelle gibt und wenn man an einzelnen Stellen sieht, also eben, dass man für die Rechte eines Flusses eintreten kann, dass man eine andere Form von Fürsorge für die Kreatur übernimmt, das Schweizer Tierschutzrecht und solche Sachen. Es gibt ja wirklich ganz, ganz viele Sachen, die sehr, sehr klar sind. Und zwar, und das finde ich wirklich so wichtig, sich klarzumachen, und dabei kann dieser Roman wirklich sehr gut helfen, dass sowohl die Probleme klar sind, als auch die Lösung.
Wir wissen, was schief läuft und wir wissen, wie wir es ändern könnten. Und es gibt einen Konsens darüber. Also es gibt einen riesengroßen Konsens, was läuft falsch, wie könnten wir es ändern. Und es passiert trotzdem nicht. Und dieses es passiert trotzdem nicht, dieser Punkt, an dem der interessiert mich wirklich brennend. Das möchte ich wirklich kapieren. Ich wache jeden Morgen auf und denke mir, wieso? Wieso? Ja? Und abends gehe ich ins Bett und denke, wieso? Ja, das ist doch alles klar eigentlich. Und dieses und da versuche ich, suche ich rum gewissermaßen. Und dieser Punkt, über diesen doppelten Egoismus zu sprechen, ist einer, der ein Denkvorschlag ist letztlich, der erstmal so funktioniert, dass ich sage, ja, das sind diese Reichen, das ist nicht die Mehrheit, aber die macht trotzdem die Mehrheit des Mülls gewissermaßen. So, ja, das ist das eine. Und hat die Mehrheit der Macht und solche Geschichten. Das sind ja auch Lobbygeschichten. Und wenn man das Argument so formuliert, dann werde ich mir selbst gegenüber sofort misstrauisch, weil ich dann merke, dass ich anfange, eine Geschichte zu erzählen, bei der ich selber gut dastehe. Ja, dann sage ich, zum Glück verdiene ich nicht so viel wie die Superreichen. Ich verdiene echt gut, sage ich Ihnen. Aber ich verdiene nicht so gut wie die Superreichen. Hurra, ja, da bin ich nicht böse. Oder wie? Ja? Und dann muss ich ja nur irgendwie das ist eine Frage der Skalierung oder wo man die Linie einzieht. Und dann kann ich sagen, gut, wenn ich von diesen Superreichen 2% ausgehe, die wirklich echt nicht gut sind, dann ist es nicht mein Problem. Dann muss ich irgendwie diese superreichen 2% irgendwie knacken. Und wenn ich sage, nee, das ist der globale Norden, dann bin ich ein Bewohner des globalen Nordens. Das bin ich. Und dann bin ich ein Bewohner des globalen Nordens, der jahrhundertelang den Süden ausgesaugt hat und unser ganzer Reichtum ruht darauf, dass wir die arm gemacht haben. All die Sachen, die wir wissen, das ist ja so. Ja. Und ich versuche für mich selber eine Geschichte zu erzählen, die mich selbst nicht aus der Verantwortung rauslässt und gleichzeitig noch erträglich bleibt. Ja, weil man ja auch nicht irgendwie in tägliche Depression versinken will, weil das ja auch nicht gut ist fürs Handeln. Und da ist man eben nochmal bei ihrem Punkt, den ich völlig richtig finde, dass ich, da muss ich mir auch nochmal überlegen, wie ich den einbaue, weil dazu habe ich zu wenig gesagt. Die Unterscheidung zwischen Wissen und Fühlen. Und ich glaube tatsächlich, dass dieser Egoismus der Gegenwart und der Egoismus des Reichtums ein Fühlungsegoismus ist. Also ich kann mir es leisten, mich gut zu fühlen. Und wie man an ein Gefühl rankommt, wie die Zukunft fühlbar macht oder wie man den Mangel und den Schaden fühlbar macht, so dass sich daraus ein Handeln ergibt oder ein zukünftiges Wohlergehen. Also ein interessanter Punkt ist tatsächlich bei Earth for All die Unterscheidung zwischen Wohlstand und Wohlergehen, weil diese Ökonomen mittlerweile mit einem sogenannten Wohlergehensindex arbeiten. Das ist kein Wohlstandsindex, sondern ein Wohlergehensindex, der ganz andere Sachen abfragt als die Frage, wie viel Kohle habe ich. Und das ist unglaublich interessant. Dieser Wohlergehensindex ist einen, den man individuell messen kann. Das ist zum Beispiel so, dass wenn das Vermögen und das Einkommen linear steigt, steigt das Wohlergehen nicht linear mit, sondern das bleibt auf dem Plateau und fängt dann an, so ein bisschen runter zu wackeln. Ja? Also es ist nicht je reicher, desto glücklicher oder so. Das ist gar nicht der Punkt, sondern es gibt so einen Wohlergehenskorridor gewissermaßen für Menschen. Und das finde ich einen interessanten Punkt, dass man anfängt, sowas irgendwie soziologisch, ökonomisch messbar zu machen und mit reinzunehmen. Und vielleicht kann Literatur dazu beitragen, den Blick zu öffnen für solche Fragen des Fühlens, Wohlergehens. Und da bin ich mir wirklich ganz, ganz sicher, Literatur hat die unglaubliche Fähigkeit, auf der Ambivalenz von Situationen zu beharren. Literarische Texte dürfen Sachen machen, die nicht konsistent sind, die nicht aufgehen, die nicht einfach eine Lösung sind, sondern die im Problem stecken bleiben.
Das würde man sich von einer Regierung nicht wünschen, ja? Aber ein Roman darf das, wumms, rein ins Problem und drinnen stecken bleiben und daraus irgendein Gefühl erzeugen. Wie Mary es ja so schön sagt, maybe so. Maybe so. Aber wir wissen es nicht. Ja, vielen Dank. Ich denke, wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Aber ich bedanke mich herzlich für all die Fragen. Das war eine super spannende Diskussion. Und ich bedanke mich nochmal bei dir für den spannenden Vortrag. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Tage mega spannend. Man könnte jetzt unendlich weitermachen. Vielen Dank, ihr beiden, Herr Bogart, Frau Bauer, für die wahnsinnig tolle Diskussion und für den wahnsinnig interessanten Vortrag. Ich möchte mich nochmal bei allen bedanken, die das möglich gemacht haben, hier die Organisation für diesen Abend, die geholfen haben, das möglich zu machen, und darf ankündigen, dass nächste Woche Dr. Sibylle Antrill, eine Astrophysikerin, da sein wird. Sie ist Fellow am Panel of Planetary Thinking und sie wird die Sonne, die kam ja auch mal kurz vor, eine Entdeckung uns vortragen. Und dann ist erstmal Weihnachtspause und ich wünsche allen wirklich einen sehr guten Nachhauseweg, einen sicheren. Fahrt alle vorsichtig, geht vorsichtig, fahrt Ski vorsichtig heim. Und bleibt gesund. Vielen Dank.